Ja, hallo zurück zu Arkvent. Wir waren hier gerade auf der Flucht vor diesen Wachen. Also nicht wirklich auf Flucht, weil sie mich nicht bemerkt haben. Weil sie ein bisschen dumm sind. Aber trotzdem müssen wir jetzt hier lang abhauen. Ich schätze mal, diese Tür ist auch zu. Ja. Und wir flüchten weiter. Oh, wir haben die Waffe gezückt. Also unsere Fäuste. In diesen Kisten ist hier überhaupt auch nichts drin. Leere Kisten. Büsche. Da ist jemand. Der hilft uns vielleicht weiter. Ein Fadenfisch. Was ist los? Schaust du entgeistert? Hey, das ist Paul. Ist etwas passiert? Deine Greta wurde ermordet. Was? Deine Greta? Oh nein. Er hat doch nie jemand was Böses getan. Wer tut so etwas? Ich weiß nicht. Dunkle Gestalten sind gestern auf die Insel gekommen. Und ich glaube, sie suchen nach mir. Wieso dich? Ich weiß nicht. Du erinnerst dich sicher an den Typen gestern in der Taverne zum Seebären. Er wollte mich vor ihnen warnen. Ja, ich glaube schon. Aber ich habe etwas zu viel getrunken gestern. Paul, ich habe Angst, dass sie mich finden. Kann ich mich mit dir verstecken? Ja, natürlich. Komm mit. Na, na wohl, Paul. Oft bin ich ja gleich mit zu dir gegangen. Wie schön. Ich bin klauen. Ach, ich rede jetzt nach dir. Erhol dich erstmal von deinem Schock. Hier bist du sicher. Willst du auch einen Tee? Willst du bei mir einen Tee? Willst du mir bei einem Tee von dem Boten erzählen? Willst du mir bei einem Tee von dem Boten erzählen? Von dem, der dich gewarnt hat? Grammatikalischer Fehler am Spiel, ne? Bitter. Ja, ne? Gut. Nehmen wir aber erst einen Tee. Naja, wie soll ich sagen? Sag lieber nichts. Sieh dort. Paul schaut erschrocken zum Fenster hinaus, deutet auf eine Gruppe in schwarz gekleidete Leute, die sich der Hütte nähern. Verdammt! Du bleibst hier. Ich gehe hinunter und versuche sie abzulenken. Nein, sie sind gefährlich. Bevor sie sich noch hören. Und nimm für den Notfall meinen Zweitschlüssel. Jawohl. Jetzt habe ich Pauls Schlüssel, ne? Ich glaube, ich werde jetzt Pauls Leiche finden. Ich habe einfach mal so das Gefühl, dass Paul das nicht überlebt. Oh, das klang schon böse. So, wo geht's lang? Oh, verdammt. Da müssen wir ganz, ganz schnell weg. Paul wurde ermordet. Und vielleicht gucke ich mal kurz in die Nähe von ihnen. Ich speichere erstmal. Und schaue, was passiert, wenn ich nah rangehe. So, Speichervorgang. Gucken wir mal kurz. Oh mein Gott. Ah, da ist er, Fahnenfisch. Im Namen des Kanzlers Brutus, ihr seid verhaftet. Wenn euch eure Verhaftung gesetzt, werde ich Gewalt anwenden. Also erspart mir und euch diese unnötige Lappalie und folgt mir zum Schiff. Oh. Ups, jetzt bin ich wohl krank geworden. Was gibt's denn hier? Oh. Naja. Ich glaube, ich muss immer schlafen ein bisschen. Das geht aber auch nicht. Ich wurde mein Zeug nicht weggenommen. Ah, der Wächter. Seid ihr endlich wach geworden? Und haltet ihr die Träume? Genießt sie, solange ihr da könnt. Dort, wo ihr hinkommt, wird euch die Träume schon vergehen. Ihr müsst schon wirklich etwas Schreckliches angestellt haben, um nach Gargard gebracht zu werden. Gargard? Gargard ist der wohl schlimmste Ort, den ich kenne. Eine kleine Halbinsel, direkt am äußersten Rand vom Ringgebirge. Wer dort hingebracht wird, sieht das Tageslicht nie wieder. Eigentlich tut ihr mir leid. Aber ihr habt ja etwas Schlimmes verbrochen. Und verdient diese Strafe sicherlich. Es ist gut, dass unsere Provinz von Abschaum, wie ihr es seid, gesäubert wird. Wenn ihr der Gestalt da hinten nicht ein wenig den Mund zu drücken, bei dem Krach wäre ich ja noch verrückt. Ihr kennt einen Riesenkranken. Wartet, bis die Wache verschwindet daneben. Hahaha, gute Idee. Hey du, wach auf. Unser kleiner Gast kann bei dem Krach nicht einschlafen. Los, wird's bald.
haben euch es auch erwischt. Dann war meine Mission erfolglos. Dieses Schiff befindet sich auf direktem Weg nach Gargard. Von dort ist eine Flucht unmöglich. Unsere einzige Chance ist es, auf der Überfahrt zu fliehen. Bis dahin bleiben uns noch 3 Tage. Ich muss mir etwas überlegen. Haltet euch bereit. Brenzlig, böse Situation. Naja, aber ich glaube, ich muss halt mal warten und schlafen gehen. Als ihr endlich einschlafen könnt, plagen euch schreckliche Albträume. Weg. Wow. Wow. Das Krachen an Deck des Schiffes lässt euch erwachen. Ha, eine Kanone ist eingeflogen. Und die Tür ist rausgekracht. Nur praktisch. Eure Fertigkeit hat sogar Akkubatien jetzt verbessert. Na, das ist ja praktisch. Hier ist ja nichts drin. Klickt, kann ich die Kisten ausrauben. Was ist das ja eigentlich? Erzbrocken, Gewicht 10, Wert 50. Nee, so eine Scheiße brauche ich nicht. Das ist ja irgendwie ziemlich sinnlos. Wie viel zu viel, als dass man viel irgendwas in Ruhe schleppen könnte, aber die Kiste sieht gut aus. Hm. Naja gut, 5 Geld. Das weiß ich nicht so ganz so wert. Der ist zu, aber hier gibt es ein Gitter. Das ist schon mal praktisch. Das ist nur lustig. Da bin ich umgekommen, hier geht's auch. Oh, oh, krass, was denn? Oh, scheiße, ich muss steigen. Mal umschauen. Schiff sinkt, schnell den Weg ausfinden. Das schreibe ich nach dem Tagebuch oder was? Wow, wo geht's raus? Wo geht's raus? Wo geht's raus? Gut, gut, ich hab's geschafft. War gar nicht. Ich hab irgendwie Angst. Hab ich mein Dolch noch? Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hab ich wirklich kein Dolch mehr? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Oh, ich sterbe mal. Das ist ja schön. Ich werde sterben, ja. Irgendwie. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, warum der Nebel ist hier mitten im Schiff. Oh, da geht's durch. Ich glaube, ich krieg das hier hin. Fein. Hä? Ist das hier ein Leichen? Hm, hat nichts dabei. Bruder Matrose. Oh, Admiral Smilias. Halt, ich werde nicht zulassen, dass ihr uns erwischt. Lieber gehe ich mit Haut und Haaren unter, als dass ihr als Konsequenzen für meine Versagen zu ertragen. Ja, das Schiff mag verloren sein, doch meine Zukunft ist es nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber anscheinend seid ihr von größter Bedeutung für den Kanzler. Wer seid ihr? Ich bin Admiral Smilias, Kommandant der 6. Flotte von Stormwind. Oder dem, was davon übrig ist. Das ist mit dem Schiff passiert. Und ich weiß vielleicht nicht genau. Damit. Einige Matrosen meinen, sie hätten eine Art Seeungeheuer entdeckt, das unser Schiff zum Kentern gebracht hat. Allerdings erklärt das nicht, wieso das Feuer ausgebrochen ist. Wieso erzähle ich es eigentlich? Ihr bleibt jetzt keine andere Möglichkeit. Ich muss den Auftrag ausführen. Der heißt, mich tot oder lebendig auszuliefern. Verzeiht mir. Wow. Stark. Ja, ich kann keinen Nahkampf, ne? Wäre aber schön, wenn das besser klappt, oder? Vielleicht kann ich ins Feuer schubsen. Los, ins Feuer mit dir! Ergebt euch! Und ich lasse euch vielleicht am Leben! Hab ich irgendwas dabei? Eine Waffe oder so? Nichts habe ich dabei. Doch. Nehmen wir es mit Heiltrank mit. So. Ach, kann ich nutzen. Das ist schon mal praktisch. Das ist sinnlos. Gebt auf.
Oh, ja, stark. Ich bin Loser. Aufladen. Zuschlagen. Nehmt das! Das ist sinnlos. Und bam. Nein. Bye. Also, trifft schon ein bisschen schlecht, so, wenn die Waffe nicht geskillt hat. Nehmt das! Oder so. Ich bin ja, glaube ich, dankbar. Los! Stirb, du Kack! Los, du gehst jetzt drauf. Jetzt sofort. Dauert mir hier zu lange. Oh, ich hab die Axt abgelegt. Wir müssen den laufenden Angriff beenden, der die neue Waffe nutzen könnte. Beschädigt, ist jetzt gerade kaputt gegangen in der kurzen Zeit. Einmal getroffen. Also man kann doch nicht so auf beiboxen. Das hat doch keine Logik mehr. Und bam, ausholen, bam, ausholen. Bam. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Komm jetzt, das kann nicht wahr sein. Andere Waffe. Nun abgefeuert. Lustig. Das ist sinnlos. Gebt auf. Sterbt. Zauber, der praktisch ist. Nee. Das war jetzt nicht wahr, dass ich hier Ewigkeiten brauche, um diesen Kacktyp zu töten, weil ich ihn einfach nicht treffe. Das wird ein Spaß. Oh, hey ho. So, ich mach mal kurz aus und kämpfe den ohne Let's Play weiter. Mach schon genug. Ich meine, nicht nach dem Kampf mache ich wieder an. So, nachdem ich jetzt noch einen zweiten Ast gefunden hatte, konnte ich ihn dann endlich besiegen. Ich habe ihn zuerst übersehen, den zweiten Ast. Jetzt gucken wir mal, was er dabei hat. Geld, müssen wir anziehen, ein Dolch, Pilze und ein Schlüssel praktisch. Das nehmen wir uns gleich mal. Oh, er ist nackt. Oh, das Spiel ist nicht jugendfrei. Oh, ja, wie geil. Also, ist kein Game. Nicht geil. Also, nicht das geil, aber auch Frauen. Nein. Okay, dann gehen wir mal raus. Wir haben ja den Schlüssel jetzt. Smilias Schlüssel zum Öffnen. Plus. Oh, so. Jetzt sind wir hier entdeckt und, das machen wir dann nächstes Mal weiter. Auf Wiedersehen.